Der Horrorclown, ein Klassiker unter den Verkleidungen. Mit unserem Horrorclown Deluxe Make-up Set zeigen wir euch, wie ihr euch in wenigen Schritten in einen gruseligen Horrorclown verwandeln könnt. Alles, was ihr hierfür braucht, liegt der Deluxe Box bei, das heißt eine schriftliche Schminkanleitung, die Zähne, die Schminke, der Mastix Horrorhaut, Mastix Entferner, die Latexteile zum Ankleben, eine wunderschöne Clownsnase sowie Blutkapseln und ein Schwämmchen. In der Schminkanleitung findet ihr auch nochmal alle Schritte nacheinander aufgeführt. Und los geht's mit der Verwandlung. Die im Set enthaltenen Latex-Applikationen bestehen aus einer Halbmaske und einer Kinnapplikation. Zuerst müsst ihr euch den Augenbereich freischneiden. Das macht ihr am besten mit einer Nagelschere. Beginnt hierbei in der Mitte und schneidet lieber das Loch zuerst etwas kleiner aus und haltet euch die Maske zwischendurch immer wieder mal ans Gesicht, um zu checken, ob der ausgeschnittene Augenbereich von der Größe her schon passt. Das macht ihr so lange, bis die Größe der Augenlöcher auf eure Augengröße angepasst ist und ihr gut durch die Maske sehen könnt. Wenn ihr fertig seid, sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Dann sind die Latexteile bereit zum Einschminken. Das macht ihr am besten noch, während sie auf dem Tisch liegen und nicht auf eurem Gesicht angeklebt sind. Das geht zum einen schneller und auch viel einfacher, als wenn die Latexmaske bereits aufgeklebt ist. Ihr startet mit der weißen Grundfarbe. Ein kleiner Tipp vom Profi, befeuchtet den weißen Schwamm mit etwas Wasser, dann lässt sich die Fettschminke leichter verteilen. Wenn ihr fertig mit der Grundierung eurer zwei Latexteile seid, dann passt ihr im Vorfeld am besten die Zähne an. Die Horrorclown-Zähne werden mit einer Masse angepasst, die aus zwei Komponenten besteht, hier einmal eine braune und eine weiße. Diese entnehmt ihr zuerst einmal aus der Verpackung und formt sie zu kleinen Kügelchen. Diese zwei kleinen Kugeln werden jetzt innerhalb von 10 Sekunden schnell miteinander verknetet und anschließend in die Zahnblende eingelegt. Die zwei Komponenten härten innerhalb kürzester Zeit aus und somit könnt ihr eure Horrorzähne immer wieder rein und raus nehmen, weil sich die Masse an eure Zähne anpasst. Die Zähne steckt ihr euch recht zügig in den Mund und drückt sie gut fest, das Ganze circa für 10 Sekunden. Weiter geht es im nächsten Schritt mit dem Ankleben der Maskenteile. Haltet euch zuerst die Maske noch einmal ans Gesicht, um zu prüfen, wie der Sitz später sein wird. Dann benötigt ihr Mastix und die Horrorhaut. Wer auf Mastix-Kleber allergisch reagiert, verwendet am besten den Prozade-Kleber oder wie hier gezeigt die Horrorhaut. Soll eure Latex-Applikation richtig gut halten, wie zum Beispiel auf einer Party, wo man auch gut ins Schwitzen kommt, dann bestreicht ihr auch das Latex-Teil mit Mastix oder mit Horrorhaut. Am besten arbeitet ihr euch von der Mitte der Stirn aus immer weiter nach unten. Sitzt die Applikation richtig gut, dann könnt ihr die Ränder vertarnen. Hierzu nehmt ihr einen Q-Tip getränkt mit Horrorhaut und tupft einmal über den kompletten Rand. Somit entsteht ein fast nicht sichtbarer Übergang von Haut zur Applikation. Das gleiche macht ihr dann auch beim Kinn. Zuerst Mastix drauf geben, anschließend, wenn alles richtig sitzt, die Horrorhaut auftragen. Und dann geht es auch schon ans weitere Einschminken.
In diesem Fall werden die Augen mit der blauen Fettschminke eingeschminkt und später noch mit Schwarz umrandet. Wenn ihr die Augen fertig geschminkt habt, dann nehmt ihr einen Pinsel und etwas weiße Schminke und geht über die Ränder der Applikationen und grundiert den Rest eures Gesichtes mit Weiß. Die Nase könnt ihr hierbei erst einmal aufsparen, weil da ja die rote Nase aufgeklebt wird. Für die Lippen verwendet ihr die rote Fettschminke und den kleinen roten Schminkstift. Dann bestreicht ihr eure Nase mit Horrorhaut oder mit Mastix und klebt euch die Clownsnase auf. Danach schminkt ihr die restlichen noch ungeschminkten Stellen weiß. Der Hals darf natürlich auch nicht vergessen werden, je nachdem welches Kostüm ihr tragt. Alles, was hautfarben ist und sichtbar, sollte am Ende weiß sein. Eine passende Perücke wird aufgesetzt und dann ist der Zeitpunkt auch schon gekommen, sich die Zähne einzusetzen. Zum Schluss könnt ihr noch einen schwarzen Strich unter eurer Unterlippe ziehen. Wer sein Make-up noch ein bisschen aufpeppen will, besorgt sich am besten noch unsere gelben Kontaktlinsen. Am besten werden die Kontaktlinsen vor dem Schminkprozess noch eingesetzt. Wenn ihr geübt seid oder Profi, dann könnt ihr diese natürlich auch erst zum Schluss einsetzen. In unserem Horrorclown Deluxe Set liegen noch Blutkapseln bei. Falls ihr diese noch verwenden wollt als Ergänzung zu eurem Horrorclown Look, dann ist das der letzte Schritt. Ihr schneidet ein kleines Stück der Kapsel ab, legt die Kapsel in euren Mund, sammelt ein bisschen Speichel und beißt anschließend auf die Kapsel, sodass sich der Speichel mit der Flüssigkeit mischt und ihr euch das Blut aus eurem Mund laufen lassen könnt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Verwandlung.